Schon unsere Sammler. Nein. Ja, und man hört schon, wie glücklich die Menschen noch darüber sind, dass wir ihre Gebäude abtragen. Wir verteidigen uns. Man hört förmlich, wie glücklich sie sind, dass wir ihnen aus dieser schrecklichen Lage helfen, indem wir ihre Gebäude klauen. Gefahr in Sicht. Angriffsfunktion ausgeführt. Offensivsequenz eingeleitet. Folge dem neuen Vektor. Ja, ich war sehr schlau, dass ich erst die anderen Verlorenen angegriffen habe, aber egal, sie werden so oder so alle sterben. Und wir haben genug Rohstoffe, um sie zu töten. Warte auf Befehl. Das Radar zeigt noch weitere Angriffe. Die hören wohl nie auf. Passe Route an. Doch, die werden aufhören. Und die Helis haben sich inzwischen hierher hingeflüchtet, unsere Apache. Wir werden jetzt allerdings ihre Stimme nicht mehr hören. Denn die Menschen werden allgemein nicht mehr. Wir sind allgemein nicht spielbar, außer halt in der Einleitung. Beschäftigt. Das finde ich auch so ein bisschen schade. Eigentlich waren die Menschen gar nicht mal so schlecht. Wie können wir dienen? Führe Anweisung aus. Wir verteidigen uns. Gefahr in Sicht. Sie haben so eine unglaublich große Chance gegen uns. Fast schon eine absolute Überlegenheit. Berechne Ziel. Meine Lieblingskampagne ist eigentlich auch die Hierarchie-Kampagne, aber die kommt halt erst nach der Novus-Kampagne. Zur Stelle. Führe mehrere Arbeitsgänge aus. Verlagerungskoordinaten erhalten. Warte auf Befehl. Beschäftigt. Folge dem neuen Vektor. Und jetzt tötet sie. Löscht sie aus. Vernichtet sie. Konflikt entdeckt. Systemfehler entdeckt. Meine Entwürfe sind fehlerlos. Dann löscht diesen Systemfehler aus. Wie können wir dienen? Systemfehler kann ich nicht dulden. Erkunde Gebiet. Wir verteidigen Novus. Roboter-Infanterie bereit. So. Zur Stelle. Ja, wir kämpfen hier immer weiter. Warte auf Befehl. Unsere Spannung. Das ist hier schon ein Mann-gegen-Mann-Schlacht. Wie können wir dienen? Wir verteidigen Novus. Roboter-Infanterie bereit. Zur Stelle. Hier sieht man auch die unglaubliche Schwierigkeit bei der Fertigung eines Robots. Beinahe schon eine. Wie können wir Systemfehler entdeckt? Vermeide Gefecht. Ja, wir beschleunigen den ganzen Vorgang hier ein wenig. Indem wir unsere Festplatte übertakten oder einfach angreifen.
Konflikt entdeckt. Offensivsequenz eingeleitet. So. Ach kommt schon, beeilt euch mal ein bisschen. Das ist nur eine Aufklärungsdrohne. Die kann nicht mal kämpfen. Die kann nur aufklären. Wir verteidigen Novus. Und ihr seid gefälligst nicht so auf der faulen Haut herum. Auf der faulen Roboterschale. Roboterinfanterie bereit. Don't. Alle Mann, gute Arbeit. Prioritäten sind aktiviert. Jetzt ziehen wir uns zurück zu unserem. Zurück in unsere Basis. Woher wusste ich das bloß? Das ist komplett ein Rätsel. Wir bauen noch mehr Umbots. Einige Umbots. Aufklärer der Hierarchie greifen die empfindsamen Wesen an. Misch dich nicht ein. Können wir zumindest versuchen, ihre Sprache zu übersetzen? Es könnte uns helfen, die Bewegungen der Hierarchie zu verfolgen. Warte. Möglicherweise, aber das beansprucht Zeit. Mirabel, ich weiß, dass du dich mit diesen Lebensformen verbunden fühlst, aber vergiss nicht, was auf dem Spiel steht. Die Hierarchie ist gefährlich. Ihr Bestreben nach Rohstoffen ist unersättlich. Unseren Berechnungen zufolge werden sie den gesamten galaktischen Kern aufbrauchen. Sollen wir die empfindsamen Wesen in der Zwischenzeit erstmal ignorieren? Unser Programm kümmert sich nicht darum. Bleibt wachsam. Warte auf Befehl. Wie können wir denen... Ich nehme nochmal die unglaublich aufwendige Produktion eines Ohmbots. Wir verteidigen Novus. Roboterinfanterie bereit. Und wir werden von allen Seiten angegriffen. Nein, rettet uns. Führe mehrere. Diese fliegenden Untertassen, die nehmen unseren Stromgenerator auseinander. Ohne einen Stromgenerator sind wir äußerst verwundbar. Beschäftigt. Und ja, die Hierarchie greift die Erde nur aus Geilheit nach Rohstoffen an. Es geht ihr nur darum, Rohstoffe zu besitzen. Sie haben keinen anderen Sinn. Sehen keinen anderen Sinn darin, Leute auszulöschen. Verlagerungskoordinaten anmelden. Folge dem neuen Vektor. Maß gefertigt. Man sollte fast meinen, sie wollten uns ärgern. Diesmal sollten wir unseren Stromgenerator näher an unserem schwarzen Loch auf diesem Grat errichten. Gut, dann bauen wir es mal näher an unserem Immer. Antimaterie-Generator oder wie heißt? Nee, Generator von schwarzen Löchern. Haha, und dann werden wir gewinnen. Erst einmal wieder in einen unglaublich schwierigen Produktionsschritt, in dem man keine Ahnung was macht. Sie beschießen das irgendwie mit irgendwas, das sich dann verfestigt. Ich glaube, das heißt Nanitentechnologie oder so. Bauen wir jetzt hier unseren Stromgenerator auf. Der dann Strom für die gesamte Basis liefert. Die Energiezufuhr ist wieder aktiv. Und man sieht wieder diese unglaublich guten Untertitel. Dort stand Ziel stabil, erreicht. Sie hat aktiv gesagt. Und wir haben wieder ein Ziel erreicht. Yeah. Das war ein unglaublich schwieriger Schritt. Zur Stelle. Oh oh, die haben wohl noch eine größere Streitmacht. Es dauert ein wenig, die Schwerkraftbombe aufzuladen. Bis dahin müssen wir warten. Dennoch sollten wir nur zur Sicherheit unsere Bodentruppen verstärken. Im Bau. Ich weiß nicht, wieso unsere Kaserne jetzt verschwunden ist, aber unsere Roboterfertigung ist anscheinend einfach so verschwunden. Ich schätze mal, weil ich sie zu nah an dieser Stelle hier gebaut hatte. Und ach du Scheiße,
sterben unglaublich schwer verwundete Gegner, dessen Kühlvorrichtung bereits freigelegt wurde. Das ist wirklich, wird wirklich sehr schwer werden, sie zu vernichten. Es wird auch sehr schwer, das Ganze hier zu verteidigen. Solange die Apachen, da die Apachen sowieso die ganzen Fußtrupps töten. Geduld, Geduld! Wir sind fast da! Roboterinfanterie bereit! Wir bauen einfach noch mehr Roboter. Kann nicht schaden. Denn wir haben ja unser schönes Stromnetzwerk. Warte auf Befehl. Noch ein bisschen länger, Männer. Und sie haben mal eben einfach eine Rohstoffquelle zerstört mit ihrem Läufer. Wir verteidigen uns. Und jetzt porten sie neue Truppen runter. Genau jetzt. Und es ist genau einer. Sie könnten eigentlich drei porten. Feuer frei! Feuer frei. Bam, bam. So. Ich will jetzt nicht meine Gesangskünste ausfesten. Einfach meine Antimaterie-Bombe. So unglaublich. Widerstandsfähig. Habitusläufer. Jetzt können wir unsere Taktiken weiter ausbauen. Hoffentlich können wir das Kommandoschiff der Hierarchie bald angreifen. Haben wir einen Weg gefunden, wie wir reinkommen? Ich liebe das. Verschiedene Möglichkeiten werden berücksichtigt. Momentan sammeln wir Informationen. So, nun haben wir die erste Kampagne der Novus abgeschlossen. Den ersten Abschnitt der Novus-Kampagne abgeschlossen. Wir kommen nun gleich zur zweiten Mission. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit Spielen und Ähnlichem. Vielleicht habt ihr auch Lust auf dieses Spiel bekommen. Bisher. Es geht auf jeden Fall noch weiter. Ich sage erstmal Tschüss.